Ja, Pascal Schüppach, wir stehen hier in Stockhorn Arena. Seit ein paar Wochen ist das dein neues Daheim. Du bist von IB zu uns gewechselt. Wie bist du jetzt hier angekommen? Wie spürst du so ein bisschen den FC Thun Groove? Ja, also ich glaube, es sind ja jetzt schon ein bisschen mehr als ein paar Monate. Also jetzt sind es 5 Monate, als ich hier bin. Und ich muss wirklich sagen, es gefällt mir super. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen, wir haben einen super Staff. Und alles rund um Thun gefällt mir mega. Darum ja, sehr gut angekommen. Mhm. Ursprünglich IB, letzte Saison hast du schon zu Winterthur gespielt. Vielleicht, wenn du einen kleinen Vergleich machst, hast du ihn schon gut gekannt und hast das bekommen, was du erwartet hast? Oder wie war das so für dich gewesen? Ja, ich glaube, wenn man bei IB spielt, dann kennt man ihn ein bisschen. Da mit dem Derby und so. Von dem her habe ich den Verein auch schon ein bisschen gekannt. Auch schon der ein oder andere Spieler, vielleicht, den man mal im Nachwuchs mal gegeneinander gespielt hat. Und mal, also ist ein sehr sympathischer Verein. Also habe ich schon immer so gesehen und hat es mir jetzt auch bestätigt. Sehr schön. Eine spezielle Woche ist hinter dir, weil du noch mit der U21 Nazi-Dörfer unterwegs warst. Und du hast sogar dein Debüt gegeben, ausgerechnet hier in Stockhorn Arena, die erste Spielminute in der Nazi-Dress U21. Wie war das gewesen? Ja, es war natürlich ein sehr schöner Moment gewesen. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich zweimal da bei der EM-Quali dabei gewesen. Und jetzt hier im Thunerstadion konnte ich sogar noch das Debüt machen können. Also überragend. Überragend. Challenge League, die wir wechseln von Nazi zu Challenge League. Da haben wir letztens gegen Lausanne gespielt. Nicht so ein gutes Spiel verwünscht und verloren. Jetzt haben wir noch 4 Spiele, 3 davon Heimspiel. Wie wichtig ist jetzt das gerade in dieser letzten Phase vor der Runde? Ja, ich glaube, das kommt uns sehr entgegen. Wir wissen, daheim sind wir eine gute Mannschaft, sind wir stark mit den Fans, der Unterstützung. Ich glaube, daheim fällt es immer ein bisschen leichter. Und da sind wir froh, dass wir jetzt noch 3 Heimspiele haben und hoffen, dass wir da gut punkten können. Morgen zuerst im Spiel der SC Kriens, der hier auf Thun kommt. Tabelle letzt, aber gerade der neue Trainer, das letzte gut gespielt gegen Xamax. Was erwartest du für einen Match? Ja, ich glaube, jeder Match der Challenge League ist schwierig. Sei es jetzt der letzte oder der erste, spielt nicht so eine Rolle. Jede Mannschaft ist gut, es kann jeder schlagen. Darum müssen wir voll in das Spiel hineingehen und einfach fokussiert unsere Leistung auf den Platz bringen. Und dann kommt es sicher gut. Ich weiss, aus Schüttler schaut man die Tabelle erst ganz am Schluss an. Schaut nicht immer drauf, aber es ist schon crazy im Moment. Der erste irgendwie 6 Punkte vor dem 8., wo wir sind. Also wie siehst du das? Ja, es ist alles mega, mega eng. Von dem her, wie gesagt, nicht zu gross auf die Tabelle schauen. Am Schluss vor der Saison kann man auf die Tabelle schauen. Und jetzt sicher schauen, dass man punkten kann.